Oh, da sind wir auch wieder mit Let's Play Tales of Phantasia. Beim letzten Mal haben wir versucht, Yggdrasil zu retten und haben Mint beim Träumen beobachtet. Ich weiß jetzt auch, wie es weitergeht. Wir müssen jetzt nach Ralvanista. Und ich habe mir jetzt was vorgenommen, und zwar folgendes. Ah, du fährst nach Ralvanista, oder? Nämlich, ich will nach Ralvanista, und zwar folgendes. Wir spulen das Ganze ein bisschen vor. Die Überfahrten doch recht lange sind. Und da sind wir auch schon. Auf dem Weg nach Alvanista. Da kriegen wir nämlich eine kleine Cutscene, die wir uns doch gerne angucken wollen. Man muss doch einfach gerne auf einem Schiff sein. Die frische Meeresbrise tut so gut. Hört mir zu. Was ist? Ich habe darüber nachgedacht, wie man den Baum Yggdrasil wiederbeleben kann. Ich habe überlegt, ob ich es vielleicht mit meiner Hilfe meiner göttlichen Macht schaffen kann. Aber ich bin noch nicht stark genug. Daher. Ich werde das Einhorn um Hilfe bitten. Das Einhorn. Das Horn eines Einhorns ist das Zeichen des Heilers. Irgendwo auf dieser Welt existiert es. Aber nehmen wir an, du würdest es wirklich finden. Würde es uns tatsächlich helfen? Das weiß ich nicht, aber. Es ist die einzige Chance, die wir nicht haben. Nicht wahr, Mint? Dann lass uns das Einhorn finden. Ich weiß, dass wir es schaffen werden. Tress, danke. Schnelles Handeln nach einer Entscheidung. Ich mag das. Oh, und das war's. Und wir sind in Alvanista. So, hier können wir dann nämlich noch ein paar Informationen holen. Ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Das ist eine Cutscene gewesen, die können wir mit reinrechnen. Und irgendwo war jemand. Ich habe gehört, wenn man den Stammbaum der. Da. Du? Elfen sind so hübsch, ja, Elfen sind wunderschön. Ja, das ist frustrierend. Was bin ich? Gulasch? Ja, ich ernähre mich ausschließlich organisch. Ich denke, das sieht man auch. Mana, die Quelle aller Magie bildet sich durch magische Photosynthese. Das ist allerdings nur eine Theorie. Was ist magische Photosynthese eigentlich? Würden denn dann auch Blumenmagie? Nein, das ist nur normale Photosynthese. War der Laden hier vorne? Nein. Wo war der Laden? Da ist er. Oh Gott, Alvanista, warum bist du so verwinkelt? Hier vielleicht? Oh, guck mal, wie wir da haben. Hey, sind das nicht Elvin und Nancy? Hey, Chris! Lange nicht gesehen. Ihr seid also wirklich durchgebrannt. Ja, das sind wir. Und ich bereue es nicht. Nancy würde ich überall hingehen. Wir werden hier für eine Weile bleiben. In Midgard ist es momentan zu gefährlich. Bitte erzählt meinem Vater nicht, dass wir hier sind. Oh, okay. Wisst ihr, dass eigentlich Tausche-Items sind? Ja. Das, was wir vorhin verkauft haben. Das orientalische Kraut. Schön mal wieder die zu sehen. Das war jetzt gerade mehr Zufall. Wir wollen raus aus der Stadt. Gehen wir hier raus. So. Heiliges Licht. Und das heißt, wir dürfen jetzt zurück nach Midgard. Denn wir waren schon mal an dem Ort von dem Einhorn, allerdings haben wir es nicht gesehen, weil das Horn und so. Naja, auf jeden Fall müssen wir nach Freyland wieder, um nach Midgard zu kommen. Hallo. Ja. Und wir sind schon da. Wow, das ging aber schnell. Huch. Irgendwie hier raus. Jetzt hier raus? Nein, da unten. Ach, hier ging es raus. War schon ewig nicht mehr hier. Wir müssen erst nach Oliveo. Hier haben wir aber nichts zu tun. Ich habe mir nebenbei schon wieder eine Karte aufgemacht. Oh Gott, ein Basilisk, wie süß. Dich werden wir jetzt alleine vernichten. Okay, ein Indignation. Yay! Einfach weil es cool aussieht.
Und wir haben gleich 3 Uhr. So. Und das war's mit dem. Und eine Basilisken-Schuppe direkt wieder bekommen. Schön. Boah, waren das. Kennt ihr noch. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als die Gegner mal gefährlich waren? Mit ihren Versteinerungsattacken. Da ist der Turm der Sterne. Und hier oben ist Midgard. Coyote, Agumi. Aua. Oh. Fress den Löwen. Wecke den Tiger in dir. Wir sind wieder in Midgard, hurra! Und hier laufen auch wieder Leute rum, hallo. Ich kann nicht wieder nach draußen, es war so langweilig wegen des Krieges jeden Tag im Haus bleiben zu müssen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wir wollen natürlich wieder raus aus Midgard. Hallo. Hier lang. Und wir wollen wieder hier hin. So, wir wollen die Ebenen von Valhalla. Ganz nach oben, dass es nicht mehr weitergeht. So, dann nach hier lang, dann hier rechts, runter, wieder hier lang, oben, jetzt komplett wieder nach oben, bis der Weg sich nach links wieder gabelt. Und zwar hier, und sind wir auch schon fast wieder da. Und zwar hier vorne. Wir sind da. Hurra. Hallo. Dieser Wald. Soll hier nicht das weiße Pferd mit dem Horn leben? Vielleicht. Was ist, Mint? Ihr muss was eingefallen sein. Es wird sich nur einem unschuldigen Mädchen zeigen. Es ist ein ungewöhnliches Pferd. Es ist kein Pferd, es ist ein Einhorn. Von mir aus. Der Wald wiegt sicher genug. Du und Amber solltet nach ihm suchen. Was? Ich auch? Ich denke nicht, dass ich... Nun, in Ordnung. Komm mit, gehen wir. Ja, und jetzt laufen wir nur mit alleine rum. Häschen! Oh, ich will mich aber hier ordentlich mal umgucken, denn gibt es orientalische Kräuter. Obwohl sie aussehen wie Pilze. Und Pilze sind keine Kräuter. Ich finde nichts mehr, nein. Also normalerweise müsste man einfach nur dem Hasen, den Hasen folgen, so wie im Jimmerwald und. Ich frage es gar nicht auszusprechen. War hier noch was? Häschen! Häschen! Nochmal orientalisches Kraut. Gegner sollte es hier auch keine geben. Und wir sehen, nur Mint und Emma sind dabei. Welches Level sind wir eigentlich? 37 und 38. Häschen! Häschen! Pilz! So. Wieder ein bisschen Geld gemacht. Häschen! 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 Okay. Ich werde mich mal hier umsehen. Mint ist dort entlang gegangen. Was ist los, Emma? Hey, warte doch! Hey! Fort. Ja, sind wir noch alleine. Ja, Mint alleine. Mint's Adventure. Yee! Du bist wirklich hier. Und warum das I? Ein Einhorn. Du beißt doch nicht, oder? Ich wusste, du würdest kommen. Was ist dein Begehr? Sanfte Maid! Bin ich erleichtert. Du kannst sprechen. Mehr oder weniger. Hör mir kurz zu. Es ist sehr wichtig. Es geht um Leben und Tod und betrifft jedes Lebewesen auf der Welt. Das ist langweilig. Ja. Ich denke, ich werde mich selbst im Wald umsehen, wenn die beiden zurück sind. Klingt gut.
Übrigens. Übrigens? Chris, was denkst du? Moment. Was ich denke? Nun, eigentlich nichts. Vergiss es. Was ist? Ich spüre eine böse Präsenz im Wald. Was? So war das. Was? Glaubst du mir nicht? Betretenes Schweigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bitte, du musst mir glauben. Suddenly Ninjas! Pass auf! Mein Meister ist da! Sein Befehl an mich lautet, eure Seelen zu nehmen! Beeilen wir uns! Okay, Überfall. Wir brauchen Amber. Amber, genau hier unten. Da, du da. Amber, komm mit. Amber! Wo ist Mint? Was? Schon gut, gehen wir. Okay, Amber wieder mit in der Tasche. Hier oben. Dann hier lang. Hier. Nein. Dann noch einen. Häschen, hüpf. Hier hoch. Amber, wir kommen schon. Mint! Und drei Fürsten. Ist noch alles normal? Also relativ normal? Nein, natürlich nicht. Mint, wir brauchen einmal dein Nurse und Amber dein Indignation. So. Indignation. Eure Taktik kann ich schon mal wieder auf Magie konzentriert legen. Bams! Und Indignation. Jetzt kommt einmal Alfred hinterher. Wow. Wow, Darth, ich bin so stolz auf dich. Indignation. Tod und Verderben. Drei Fürsten sind aber nicht schwer, wenn man sie vom Carsten abhält. Schön zusammengetrieben hat. Und das war's mit den beiden. Also, insgesamt drei. I won. Dreimal macht der Rune, wow. 6000 Erfahrungspunkte, 24.000 Geld. Ein Level Up für Mint. Mint, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Oh, Hörnchen. Halte durch. Ich glaube dir, nachdem ich fast getötet wurde. Wie? Dein Herz ist unbefleckt. Ich werde meine Gestalt ändern, um dir zur Seite zu stehen, meine Schönheit. What? Wir. Horn des Einhorns erhalten. So. Das Horn des Einhorns ist das Symbol der Heilkunst. Mit ihm können wir Yggdrasil wiederbeleben. Mint erhält den Titel Might. Warum ist Amber abgehauen? Ja, ich fühle eine Art göttliche Macht in dem Horn. Die göttliche Macht des Heilens. Perfekt, dann lasst uns zum Wald der Geister gehen. Übrigens... Amber, was machst du denn hier? Ich frage mich, ob ich auch das Einhorn treffen kann. Was meinst du? Es gab da diesen Freund und... Halt die Klappe! So, das Einhorn weigert sich, mich zu sehen. Lass uns so weiter Geister gehen. Oh Gott, wie genial. Einfach so genial. Deswegen ist Elma einer meiner Lieblingscharaktere, einfach weil sie die genialsten Stories auf Lager hat.
Bitte dreht alle etwas zurück. Ich werde die stärkste göttliche Macht einsetzen, über die ich verfüge. Oh nein, du könntest uns zu Tode heilen. Holy crap! Was? Was passiert hier? Das Horn des Einhorns ist zu mächtig. Mint, lass das Horn los, sofort. Ich kann nicht. Wenn ich jetzt aufhöre, kann es völlig außer Kontrolle geraten. Und wenn das passiert, könnte Yggdrasil... Mint! Holy crap. Mutter, Vater, leiht mir eure Stärke. Spirit Bomb! Oh Gott, Mint zerstört die ganze Welt. Was zum Himmel? Ach, so eine kleine Lightshow am Abend. Oh, okay. Alle tot, Spiel vorbei. Seid ihr alle in Ordnung? Yggdrasil steht in voller Blüte. Der Mana-Baum. Du hast es geschafft! Yggdrasil, geht es wieder gut! Da stehen sie alle auf. Na komm, Origin. Das war einfach unglaublich, Mint. Gut gemacht. Ich wusste genau, dass du es schaffen würdest. Hallo, Origin. Ich spüre eine Macht in mir wachsen. Nee, ach, Mattel, Origin war ja genau im E-Mail-Wald. Das ist deine Macht, die ich fühle. Ich sag die ganze Zeit Origin. Nee. Es ist nicht nur meine. Ohne das Einhorn und meine Freundin hätte ich es nicht geschafft. Nein, es war deine göttliche Macht, die das bewirkt hat, Mint. Sie hat recht. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Mint. Ich danke euch. Ich werde euch weiterleben, dank euch. Aber es werden immer noch riesige Mengen Mana verbraucht. Ich weiß nicht warum, aber... Ich bin sicher, das liegt an der Magietechnologie. Um solch eine Kraft hervorzubringen, muss man bestimmt viel Mana verbrauchen. Anstatt Mattel auszusprechen zu lassen, aber nein. Sie ist verschwunden. Das war nicht so nett, wir waren mitten im Gespräch. Nun, immerhin ist sie ein Elementargeist und ich habe ihr einfach mal ins Wort gefuscht. Allein von uns in unserer Welt zu erscheinen ist schwierig. Scheinbar werden immer noch enorme Mengen an Mana verbraucht. Hey, vielleicht was, Chris? Vielleicht greift Daos weiterhin Midgards an, weil er versucht, die Magietechnologie zu vernichten. Vielleicht versucht er ebenfalls die Macht des Mana. Ich wette, er hat Angst vor der Magietechnologie. Denn Daos kann nur durch Magie verletzt werden, richtig? Es macht keinen Sinn, das jetzt hier zu diskutieren. Wir werden erst mal Gewissheit haben, wenn Daos es uns erklärt. Lass uns nach Tor gehen. Das wird dann wohl unser letzter Kampf werden. Lass uns überprüfen, ob wir alles haben, was wir brauchen. Yay! Und du kriegst das Horn des Einhorns. Ja, ihre Verteidigung steigt ein bisschen, ihr Angriff steigt. So. Nicht schlecht. Und sie hat einen neuen Titel. Was habt ihr denn momentan? Snob, ja. Du bist jetzt unsere Maid. Was haben wir noch so für Titel? Meister des Kampfes. Unsere Maid, unser glücklicher Mann. Unsere Verführerin. Du bist jetzt unser zartes Pflänzchen. Wir sehen auch schon, der Baum ist wieder fit. Deswegen wollen wir mal weg hier. Und ich glaube der Geistwald der Geister ist auch wieder ein bisschen belebter. Keiler und Mega-Wespen, oh nein! Stärkere Gegner! Luna! Stärkere Gegner, Hilfe! Töte sie, Klaus!
Damien! Was zum... Ach, er ist abgehauen. Level up! Ja, man sieht auch schon, der Wald der Geister hat neue Monster. Ich glaube, auf der ganzen Karte sind neue Monster. Bin mir aber nicht sicher. So, wir wollen jetzt zurück nach Venezia. So, ich glaube, ich spule das Ganze ein bisschen vor. Obwohl, nee. Wir können noch einmal ein bisschen die Landschaft genießen, bevor ich den Part beende. Können wir hier vielleicht noch was machen? Hallo? Hallo, Opa. Yggdrasil wurde wiederbelebt? Weißt du, Papa, das ist der göttliche Baum in der, im Wald der Elementargeister. Hast du den göttlichen Baum wiederbelebt? Unglaublich. Dann ist deine Reise beendet. Noch nicht. Ich hab noch etwas, das wir tun müssen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich verspreche, ich komme bald zurück. Alter Mann! Nein, ich will hier raus. Und ein Hornissen! Mein schlimmster Feind. Schutz. Nein, Hohle Magie. So. Wow. Chris, könntest du bitte... Wow, Mint. Maybe von unten. Please don't hate me. So, 20 Minuten sind auch schon wieder rum. Das heißt, wir können in Ruhe nach Venezia gehen. Ruhe und Frieden, Rare. Ruhe und Frieden, Ezra Scarlet. Ezra. Und da ist auch schon das heilige Licht abgelaufen. Aber wir sind doch schon da. So, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Tales of Phantasia. Bis dahin, Leute. Und bis dahin, ja. Bis dahin.